bis 30. Und befahl seinen Soldaten, sie sollen die Königstochter in einen Boot bringen, die in einem Moor lag, dass sie nie wieder zurückkehren könnte. Was wäre sie, der Königstochter? Das würde gute Wahrheit sein, nicht wahr? Tage und Tage vergingen und die Königstochter lebte einsam und verlassen in der Burg. Da sagte sie sich, ich will es wagen, das Moor zu überqueren, besser mutig als einsam sterben. Als sie an den Rand des Moores gelangte, hörte sie eine Stimme. Hungrig.
Es ist also nicht unmöglich, das Moor zu überqueren. Das gibt mir Hoffnung, es zu versuchen. Die Königstochter setzte ihren Fuß in das Moor und er versank auf der Stelle so tief, dass sie sich nur mit Mühe befreien konnte. Wieder hörte sie die Stimme. Hungrig bin ich, Sehnsucht hab ich, zweimal darfst du's wagen. Liebes Moor, was kann ich dir geben, damit dein Hunger gestillt wird? Mein Vater hat mir die Hälfte seiner Ländereien gegeben. Die will ich dir schenken. Da hörte man ein gewaltiges Moor. Und das Moor hatte alle Ländereien. Ich mag das Mädchen sehr. Wieder setzte sie ihren Fuß in das Moor. Dieses Mal versank er so tief, dass sie sich nur mit letzter Kraft befreien konnte. Hungrig bin ich. Sehnsucht hab ich, einmal darfst du's wagen. Ich habe nur noch einen Versuch, ich habe aber nichts mehr, was ich dem Moor geben könnte. Da fiel der Königstochter ein Wiegenlied ein, das ihr die Amme immer vorgesungen hatte. Das hatte sie immer besänftigt. Die Königstochter sang so schön, sie nur konnte. Sofort wurde das Moor ruhig. Und das Lied der Königstochter legte sich über das ganze Moor. Und überall, wo ihr Lied hingelangte, wuchsen Blumen. Jetzt setzte die Königstochter ihren Fuß auf den Boden und siehe, er versank nicht, sondern konnte ohne Schaden das weite Meer überqueren. Sollen wir jetzt etwa ein Lied singen oder was? Ich glaube, wir müssen vorher noch etwas anderes machen. Du meinst ja nicht etwa, dass sie dem Moor etwas zu fressen geben soll? Du meinst Clara? Jona? Vanessa? Schon? Ja. Johann? Clara? Ich glaube, sie hat recht. Wir müssen erst den Hunger und dann die Sehnsucht des Moors stillen. Und wenn nicht? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen vertrauen. Vor allem denn vertrauen uns die anderen gerade. Moor, wir geben dir die Kinder hier.